Also Gottesdienste gehören zu den zentralen Ausdrucks- und Lebensformen christlichen Glaubens. Es sind die zentralen Angebote von Kirchengemeinden. Und es ist auch etwas, was das persönliche Glaubensleben elementar bestimmt. Wir sind gewohnt, das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, auch so auszulegen, am Sonntag geht man in seine Kirche. Also da steht schon auch etwas auf dem Spiel, wenn Gottesdienste nicht stattfinden könnten. Dass Gottesdienste zentrale Ausdrucksform christlichen Glaubens sind, wird auch durch die staatliche Rechtsordnung anerkannt. Das Feiern von Gottesdiensten ist ein elementares religiöses Bedürfnis. Und religiöse Bedürfnisse sind auch Ausdruck der Menschenwürde-Garantie, dass ich diesen nachkommen kann. Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Verfassung ist eben also da eines, das also sehr eng im Zusammenhang steht mit der Menschenwürde-Garantie und deswegen also da besonders geschützt. Formal muss man sagen, also dass das Grundrecht der Religionsfreiheit zu den Grundrechten gehört, die jetzt ausdrücklich keine Schrankenformulierungen haben. Aber es wird begrenzt durch die anderen Grundrechte. Im Frühjahr war zum Beispiel der Erkenntnisstand, welche Vorkehrungen sicherheitsmäßiger Art man treffen muss, noch weit unterentwickelt. Es waren teilweise medizinische Kenntnisse, die gefehlt haben. Vor allem war aber auch die Organisation noch nicht darauf vorbereitet. Heute ist es so, dass die Kirchengemeinden alle entsprechenden staatlichen Auflagen ein Sicherheitskonzept haben. Und da kann man sagen, da ist der Erkenntnisstand einfach fortgeschritten. Und insofern könnte man, wenn ich das jetzt also dann irgendwo übertrage, auf dieses Ausbalancieren von Religionsfreiheit und Sicherung von Gesundheitsschutz, würde ich sagen, heute ist nicht so ohne weiteres möglich zu sagen, Gottesdienste werden generell untersagt, weil ich ja eben Sicherheitsvorkehrungen habe, die ich eben da im Frühjahr nicht gehabt habe. Es ist eben ein Unterschied, ob ich eben einen Inzidenzwert von 50 oder 500 habe. Und wenn man eben dann in einem niedrigeren Bereich ist, wird es jedenfalls dann leichter möglich sein und zu verantworten sein, Gottesdienste durchzuführen, wenn man dann sich in hohen Werten bewegt. Da gilt es natürlich dann auch wirklich sorgfältig zu überlegen, ob auch diese Kontaktflächen weiter reduziert werden müssen. Also der Präsenzgottesdienst, das ist etwas, was nicht so ohne weiteres ersetzt werden kann. Die Gemeinden sind unheimlich kreativ gewesen seit dem Frühjahr, also Alternativen zu entwickeln. Das sind wirklich ergänzende und unterstützende Angebote. Ein Gottesdienst ist ja nicht etwa etwas wie ein Konzert oder ein Theaterstück, das abläuft. Da wird man durch die Verkündigung angesprochen und die Gemeinde beteiligt sich aktiv durch das Sprechen des Glaubensbekenntnisses des Vaterunsers und vor allem auch des Gemeindegesangs. Also nicht nur der Pfarrer, die Pfarrerin sagt, also da was wichtig ist im Glaubensleben, sondern durch das Singen von Liedern bringen das Einzelne zum Ausdruck. Und es ist eben auch Gemeinschaft, also das ist, sich zu begegnen, sich auszutauschen, das muss ja nicht gerade dann über jeden Gedanken der Predigt sein, aber allein, dass man sich bewusst macht, ich stehe als Christ nicht allein, sondern meine Nachbarn und so gehören auch zur Gemeinde und es ist schön, die zu sehen und zu begrüßen. Und das kann natürlich also da irgendwo über Streaming oder Fernsehgottesdienste, wo jeder in seinem Wohnzimmer sitzt, nicht ersetzt werden. Ich selber bringe nicht diese notwendige Konzentration auf die, wenn ich zu Hause im Wohnzimmer sitze, als wenn ich eben in der Kirche sitze. Das ist auch etwas, wenn ich mich auf den Weg mache hin zur Kirche, zurückgehe. Da ist so viel Reflexion und auch Abstand nehmen von anderen möglich, was man eben in der häuslichen Umgebung so nicht hat. Insofern ein ganz klares Plädoyer, am Präsenzgottesdienst festzuhalten, solange es möglich ist und solange es verantwortbar ist. Also es ist zweifellos ein enormer Aufwand und man kann Pfarrer, Pfarrerinnen und Kirchenvorstände und alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nur bewundern, was sie sich da auch vornehmen und zumuten. Und das wird auch nicht überall durchzuhalten sein. Insofern
darf man auch nicht Kirchengemeinden, die also da nun für sich zu dem Ergebnis kommen, wir schaffen es jetzt nicht jeden Sonntag. Wichtig wäre allerdings, dass es dann irgendwo eine Verabredung auch in der Region gibt mit den Nachbargemeinden, sodass eben dann diejenigen, die an dem Präsenzgottesdienst auch teilnehmen wollen, dass sie ein erreichbares Angebot haben. Also es ist klar, wer eben nun jetzt also eine Kirchenbindung nicht hat, der kann natürlich leichter sagen, also ein Gottesdienst ist also auch durchaus verzichtbar. Ich würde auch durchaus einen Unterschied sehen zu einer rein kulturellen Veranstaltung oder einem Restaurantbesuch. Es geht bei den Gottesdiensten, wie ich es gesagt habe, geht es um elementares Glaubensleben, das also da auch einen ganz besonderen, expliziten Schutz im Grundrecht hat. Und insofern sind diese anderen Einschränkungen, unter denen ich wie andere auch leide, also einfach nicht zu vergleichen. Also ich denke, man muss eben dann die regionalen Bedingungen also bewerten. Also da, wenn wir in einer Situation sind, wo der Inzidenzwert eklatant hoch ist, dann wird man auch so ein Verbot akzeptieren müssen, befristet und eingeschränkt. Das Glaubensleben kommt nicht ganz zu erliegen. Ich meine, auch in der Zeit um Ostern herum, Kirchengebäude sind offen. Also jeder Einzelne kann eben unter Berücksichtigung auch der Sicherheitsvorschriften, also desinfizieren, Maske, Abstand halten, natürlich den Kirchenraum besuchen zur persönlichen Andacht. Und natürlich kann man auch zu Hause dann also da beten und singen und auch über Telefon und so und Internet mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Aber das ist eben dann halt die Notsituation. Aber die Regel sollte der Präsenzgottesdienst sein und in extremen Notsituationen, extremen Gefährdungslagen, dann wird man das auch hinnehmen müssen, aus Verantwortungsbewusstsein eben einen Präsenzgottesdienst nicht durchzuführen. In den Kontakten, die es da gibt, gibt es sehr viel Verständnis für die Position, die die Kirchen vertreten. Die Politik schätzt es ja auch, wenn eben Menschen, die religiös geprägt sind, mit ihrem Verständnis aus dem Glauben heraus sich gesellschaftlich einzubringen. Aber ich denke, dass ein Politiker muss natürlich in der politischen Verantwortung zuerst mal denken, was ist unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Belange und die es gibt, der richtige Weg. Aber wir haben also alles anderes als eine Religions- und feindliche Stimmungslage, sondern eine sehr verständnisvolle Gespräche. Also ich kann mich nur sehr, sehr positiv da aussprechen drüber und man kann da sehr dankbar sein, dass es so ist.